Ups, ich bin falsch abgebogen. Du Schwachkopf. Was so machen wir jetzt? Bald werden sie uns haben. Tja, den Rücken muss ich frei haben, Partner. Bewege Arme und Füße und versuch dann den Kopf aus dem Stuhl rauszubekommen. Arm, Beine. So, haben wir einmal? Verdammt. Ich muss irgendwie... Oh, verdammt, das geht so nicht. Mehrere Bewegungen recht gleichzeitig machen. Shit. Wie kann ich sie denn befreien? Okay, so nicht. Was ist, wenn ich die beiden nehme? Oder die? Oder die? Ah, okay. Okay, jetzt den anderen. Okay. Mit welchem Knopf kann man das Gas abschalten? Das war nochmal gerade rechtzeitig. Aufmachen! Was willst du tun? Öffne das! Er steckt ihr mich in dieses seltsame Loch und dann erzählt ihr mir, ich soll rauskommen? Entscheidet euch! Oh Mann, jetzt muss ich hier irgendwie runterkraxeln. Wow! Echt jetzt? Holy shit! Nein! Ganz ruhig bleiben. Aua! So, jetzt kommen wir hier weg. Boah, dass sie den Sturz überlebt hat, ist ja schon der Hammer. Sister Ray. Boah, fuck. Hier endet unser kleines Versteckspiel. Die Hinrichtung mag ja daneben gegangen sein, aber dein Tod durch einen Sturz aus dieser Höhe ins Wasser könnte trotzdem aufregend werden. Boah, Alter. Hochnäsig bis zum Schluss. Hör auf mich zu schlagen, alter Trampel. Bams. Schöner Bitchfight. Ja, Mann. Adventure, Adventure. Gib mir richtig auf die Fresse, Tifa. Ja. Yeah.
Schöner Bitchfight. Bam und Slap. Puh, das kann ich nicht ausstehen. Schafft sie fort! Jetzt wird es Zeit, offene Rechnung zu begleichen. Ich lass dich fallen, wenn du nicht stillhältst. Lauf! Lauf zum Ende der Kanone! Alles okay? Meine Wangen tun etwas weh. Vergiss es, was soll das Ganze? Tja, ich kümmere mich später um die Einzelheiten. Jedenfalls gehört uns jetzt das Luftschiff Highwind. Aha, ein Shinra-Luftschiff. Ja gut, die kriegt das Kotzen, weil sie im Wagen ist, so. Nun, ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Ich bleibe etwas länger hier oben. Ja, sie braucht frische Luft, weil sie sonst kotzt. Da, da, da. Da rap da ra da da ra da. Ach schön, wir sind auf der Highwind, meine Damen und Herren. Du, 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 Cockpit. Los geht's. Eine neue Rettungsmission steht an. Ich habe alle Hände voll zu tun. Schieß los. Plaudern. Na, worüber soll ich reden? Willst du hören, warum wir rebellieren? Wenn wir auf der Highwind waren, behandelte uns Heidegger wie Sklaven. Jedes Mal, wenn der Präsident ihn anbrüllte, ließ er seine Wut an der Mannschaft aus. Wir haben es ertragen, selbst dann, wenn er uns schlug. Endlich hatte ich es geschafft, zur Mannschaft der Highwind zu gehören. Nie und nimmer wollte ich seinetwegen aufhören. Es war etwa vor einer Woche, ich hatte Schicht und wir waren auf dem Weg zum Nordkrater. Alle einschließlich des Präsidenten und Scarlett waren an Bord. Und mit ihnen Sid, der legendäre Pilot. Er sah sich im Inneren des Schiffes um und schaute mit richtig nostalgischen Blicken. Er sprach sogar mit uns. Ich konnte es kaum glauben, ich war so beeindruckt. Er war genauso warmherzig, wie man es mir erzählte. Sid sagte, wenn er die Highwind hätte, wäre alles viel leichter. Er wäre nämlich dabei, den Planeten zu retten. Das ist doch richtig cool. Und deshalb haben wir beschlossen zu helfen. Nach dem Nordkrater ging es weiter in Richtung Junon. Ich schrie, Feuer! Mitten im Tumult haben wir Shinra das Schiff geklaut. So entwickelte es sich eine kleine Motterei gegen unsere Bosse. Aber Barrett und du wurden von Heidegger gefangen genommen. Wir warteten 7 Tage auf die Chance, um euch zu befreien. Und dann klappte es endlich. Wir sind froh, euch hier an Bord zu sehen. Ich hoffe, ich habe euch mit der Geschichte nicht gelangweilt. Nein, hast du nicht. Die war epochal. Ich langweile mich. Ich möchte auf einem Chocobo reiten. Wie geht das? Hör zu, du musst auf einem Chocobo reiten, den du selbst großgezogen hast. Wenn du deinen Chocobo zu diesem Stall hier bringst, werde ich ihn für dich versorgen. Was? Wie man einen Chocobo großzieht?
Darüber weiß ich leider nicht viel. Wenn du wissen willst, wie man einen Chocobo aufzieht, dann geh doch zur Chocobo Ranch. In der Nähe von Midgar. Die Leute helfen dir bestimmt. Yeah, egal. Hier geht's jetzt weiter, die wilde Fahrt, Alter. Was geht? Was ist los mit dir, Kai-Ziff? Verdammt, warum hast du nicht gesagt, dass du ein Luftschiff steuern kannst? Ich dachte, Tifa sei für immer verschwunden. Tut mir leid, aber ich musste den Feind irgendwie täuschen. Komm schon, alle warten. Alle? Alle sind hier? Wuhu, los geht's! Willkommen in meinem Luftschiff, die Highwind. Interessiert sie nicht. Was los? Zeig mir Begeisterung. Sit. Hey. Wenig Leute. Wo sind eigentlich Vincent und Co.? Wo sind die abgeblieben? Ich sehe sie da. Ja, ich bin so froh, dass es dir gut geht, Tifa. Als ob. Deutest du damit an, dass wir ohne Cloud nicht stark genug sind? Glaubst du, wir können den Planeten nicht retten? Der Meteor kommt und die Weapon wütet. Bei solchen Dingen weiß ich nicht, was ich tun soll. Wirklich nicht. Reißt zusammen, Tifa. Komm, lass uns nachdenken. Wir können nicht mehr einfach abspringen. Wenn der Cloud doch nur hier wäre, dann wäre alles okay. Cloud würde sich auf seine freche Art hinstellen und sagen: Alles unter Kontrolle, Tifa. Tifa, seit wann bist du so ein Schwächling geworden? Tut mir leid, Barrett. Ich bin auch irgendwie geschockt. Ich bin so deprimiert. Und Tifa, wir dachten alle, dass es Cloud war, weil... Ich weiß. Deshalb will ich sicher gehen. Darum muss ich ihn nochmal sehen. Okay. Gut, dann let's go. Tifa, ich gebe dir einige Shinra-Infos. Frag mich, falls du was versteckst. Es muss Cloud denn immer dabei sein? Am Anfang lief's doch auch ohne ihn. Und was ist mit dem harten Mädchen, das ich kannte? Wo ist sie geblieben? Ja, ich bin weich geworden. Jetzt müssen wir, glaube ich, mit Cid reden. Ich will, dass du weißt, dass ich keine Abneigung gegen ihn hatte. Aber ich muss sagen, er war ein komischer Typ. Immer wenn du dachtest, er sei cool, tat er was verdammt Idiotisches. Und wenn du dachtest, er sei gerissen, zeigt er, wie wenig gesunden Menschenverstand er besaß. Alles an ihm, von seinen Bewegungen bis zu seiner Sprache, war irgendwie seltsam. Jetzt im Nachhinein verstehe ich, warum er so war. Tja, wenn du am Leben bleibst, siehst du ihn vielleicht eines Tages wieder. Also Kopf hoch, Schwesterherz. Genau, Schwester. Ich werde ihn irgendwann sehen. Wenn wir rausfinden, wo er ist, bringt uns die Highwind im Handumdrehen dorthin. Vielleicht. Cloud steckt immer noch tief im Nordkrater, wo der Boden aufbrach. Tief unter der Erde begraben. Tief in der Erde? Im Lebensstrom? Der Lebensstrom bricht manchmal zur Oberfläche, durch Risse im Meeresboden. Ich hörte, es gibt so einen Ort. Vielleicht ist Cloud. Wenn wir rausfinden, wo er ist, bringen sie halber in die Hand und rennen dorthin. Okay. Gut. Alles klar, Pilottraining, Level 3. Tifa, entschuldige, aber ich muss diesem Hohlkopf zeigen, wie man das Luftschiff landet. Mach dir keine Sorgen, dauert nur eine Minute. Oh, und Tifa, egal welches Ziel du verfolgst, du musst vorbereitet sein. Geh in dein Zimmer und bereite dich auf unsere Operation vor. Ei, ei. Los geht's.
Da, 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 wo ist denn mein Zimmer hier? Ah, okay. Tifa, danke, gute Arbeit. Gut, Moment, ich will wissen, da. Barrett rein. Und dann möchte ich eigentlich ganz gern Sid rein haben. So, gut, die haben wir vorbereitet. Dann kann es direkt weitergehen hier. Meine Fresse, was hier für eine Aufregung ist. Hier war dein Tumult. Geil. Oh, shit. Ja, Yuffie ist für dich zu gebrauchen. Geil. Ba, 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 ba. Nein. Oh, da war was. Links, oder? Ja, PRS, speichern, MP wiederherstellen. Sehr gut, schöner Befehl. So, hier liegt nichts. Gut, dann können wir weiter. Weiter geht's, Cloud retten. Nein, geh weg da mit deinem fucking Chocobo. Okay, du signalisierst einfach, wenn du bereit bist, mit Höchstgeschwindigkeit zu fliegen. Wir fliegen. Es geht los! Geil. So, wir sind so overlevelt und ich werde auch cheaten, weil ich eine Flasche bin. Das bedeutet, dass wir, Hallöchen, hallo du, dass wir jetzt cheaten werden. Und das wiederum bedeutet, dass wir jetzt Weapons besiegen werden. Ich meine, diese Weapons müssten irgendwo im Krater sein. Nur wo sind die? Ist die Weapon da hinten am Landen? Nee, ich muss jetzt erstmal, glaube ich, Cloud finden. Nun gut. Dann schaue ich mir das mal an. Auch mit einem kleinen Lösungsberater und so. Und dann würde ich doch mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Euer Let's Play Gamer powered by eGamers Network TV.